Wo man des Teufels gedenkt, da will er sein. Im heutigen Video geht es um die wahre Geschichte hinter dem Film Der Exorzist. Roland Doe ist der Name des jungen Mannes, in dessen Umgebung immer wieder merkwürdige und grausame Sachen passierten. Wir beschäftigen uns mit seinem Leben, den Ereignissen und den möglichen Ursachen. Bevor wir die Geschichte des Exorzismus von Roland Doe erzählen, sollte ich vielleicht kurz erläutern, wie der Fall es in die breite Öffentlichkeit geschafft hat und das Interesse mit der Zeit immer weiter anwuchs. Jeder kennt den Film Der Exorzist oder hat schon einmal davon gehört. Er galt zumindest damals als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Ich selbst habe von meiner Mama früher erzählt bekommen, dass sie bei der Kinovorführung aus dem Kino gerannt ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Deswegen habe ich auch echt lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, den Film zu gucken. Es ist noch gar nicht so lange her. Und leider war ich enttäuscht. Nicht, weil es ein schlechter Film ist, sondern weil meine Sehgewohnheiten sich extrem von den Sehgewohnheiten der 70er Jahre unterscheiden. Und ich die Aufmachung des Films schon nicht mehr als gruselig erachtet habe. Während ich die Hoffnung hatte, den gruseligsten Film aller Zeiten zu gucken. Dennoch ist das Thema Exorzismus immer für uns interessant, weil es eben unzählige Male in der Vergangenheit als echtes Phänomen dokumentiert wurde. Natürlich steht man dem Ganzen heutzutage mit einer großen Skepsis gegenüber. Aber man kann und will dem Exorzismus, aus welchen Gründen auch immer, nie ganz die Möglichkeit der Wahrheit absprechen. Sei es aus unterhaltenden Gründen oder weil es einfach Teil seines Glaubens ist. Es wundert mich auch nicht, dass das Video Der Exorzismus von Anneliese Michel mein beliebtestes Video ist. Der Film Der Exorzist kam 1973 raus und zu der Zeit waren die Menschen noch nicht so aufgeklärt wie heute, hatten nicht die Möglichkeit, mit ein paar Tastaturklicks Stories nachzugucken und zu prüfen. Weswegen das Interesse zu der wahren Geschichte, auf der der Film basiert, riesig war. Die Informationslage hingegen minimal. Eine Aufklärung begann erst mit einem Artikel von Steve Erdman im Fate Magazine 1975, in dem er erste Informationen über den jungen Roland Doe und seine Geschichte veröffentlichte. Später tauchte ein Dokument auf, das The Case Study by Jesuit Priests hieß, einem Tagebuch, das von einem Priester, der mit an dem Exorzismus beteiligt war, geschrieben wurde, von dem aber nur noch 9 Seiten existierten. Danach beschäftigte sich der Autor Thomas B. Allen mit dem Fall. Und später in den 90ern Obsesnik, der wahrscheinlich auch die aufwendigste und bahnbrechendste Recherche zu dem Fall durchführte und auch die meisten Informationen zutage förderte. Er war auch derjenige, der den wahren Namen des Jungen herausfand, ihn aber trotzdem, um ihn zu schützen, nie veröffentlichte. Dennoch veröffentlichte er viele interessante Informationen, die wir am Ende des Videos genauer beleuchten werden. Also wie ihr merkt, löste der Fall eine Lawine des Medieninteresses zu Exorzismen und zum Fall Roland Doe aus und aufgrund der minimalen Informationen, die es gab, waren die Menschen bis zum Ende der 90er Jahre hungrig nach der wahren Geschichte des Roland Doe's. Als sie sie bekamen, schauten sie aber weg, um nicht angestrengt von ihren Vorstellungen und ihrer eigenen Idee abzurücken. Ein Satz, der nicht nur auf die Interessenten und Zuschauer, sondern auch auf den Fall und die involvierten Personen angewendet werden kann. Aber bevor wir weiter auf der Metaebene und über den Fall reden, beginnen wir mit der Geschichte, so wie es im Tagebuch des Priesters und aus dem Hörensagen der Beteiligten erzählt wird. Über den Jungen, der im Mittelpunkt der Geschichte steht, ist nicht viel bekannt, da immer schon versucht wurde, ihn vor der Presse und möglichen Konsequenzen des Exorzismus zu beschützen. Er ist wahrscheinlich 1936 geboren. Denn er war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt und die Ereignisse fanden 1949 statt. Er ist in Cottage City, Maryland, geboren und aufgewachsen und besuchte die Gonzaga High School, eine private katholische Schule in Washington, D.C. Roland Doe war ein Einzelkind und hatte auch in der Schule nicht viele Freunde. Er war ein Einzelgänger. Nur seine Tante Harriet liebte er über alles und mit ihr verbrachte er auch hauptsächlich Zeit. Harriet war ein Spiritist und führte Roland schon früh in die Welt des Paranormalen und der Spiritualität ein. Roland war auch sehr empfänglich dafür und zeigte großes Interesse. Direkt nach der Schule rannte er zu seiner Tante und wollte Neues über die unergründeten Winkel der nicht sichtbaren Welt erfahren. Jedes Wort, das Harriet sagte, schien sich ins Gehirn des jungen Mannes einzubrennen. Irgendwann zeigte Harriet ihm auch, wie man ein Ouija-Brett benutzt und an einigen Abenden versuchten oder sprachen sie mit Verstorbenen. Doch kurz danach verstarb Harriet.
Die Welt von Roland brachte zusammen. Die einzige Person, mit der er Zeit verbringen wollte, wurde ihm aus dem Leben gerissen. Er wollte es nicht wahrhaben und deswegen packte er das Ouija-Brett aus und versuchte mit seiner Tante zu kommunizieren. Dabei ist anscheinend etwas schiefgelaufen, denn ab dem Zeitpunkt passierten Roland merkwürdige Dinge. An den Wänden in seinem Zimmer und unter dem Boden hörte er immer wieder ein lautes Kratzen. Als würden Hände mit langen Fingernägeln die Wände entlang gehen. Vielleicht ja seine Tante, die ihm ein Zeichen geben wollte. Aber dies stellte sich nur kurze Zeit später als Trugschluss heraus. Wasserhähne hörten nicht auf zu tropfen und selbst an Wasserrohren, die durch sein Zimmer verliefen, lief Wasser heraus. Irgendwann spitzte sich die Situation zu. Seine Matratze fing vor seinen Augen an zu schweben. Er stürmte aus dem Zimmer zu seinen Eltern. Diese entschieden sich dafür, Hilfe bei Experten zu suchen. Zuerst wendeten sie sich an die Schulmedizin. Sie besuchten Ärzte, Psychologen und danach, als niemand ihnen helfen konnte, suchten sie Rat bei Luther Miles Schulz, einem Pastor, der auch als vermeintliche Quelle für die Zeitungsartikel, die am Anfang des Videos genannt werden, diente. Roland kam zu ihm und Schulz untersuchte ihn. Er stellte fest, dass es sich wahrlich um eine dämonische Besessenheit handelt und dass die merkwürdigen Sachen, die in Rolands näheren Umgebung stattfanden, echt waren. Seinen Aussagen zufolge fühlte es sich kalt in seiner Nähe an, Dinge bewegten sich und man spürte eine negative Entität. Aber weil er selbst noch nie einen Exorzismus durchgeführt hat und sich deswegen nicht als fähig genug erachtete, leitete er die Familie an Jesuiten weiter. Aber was sind Jesuiten? Jesuiten bilden den größten Orden der katholischen Kirche. Sie sind so etwas wie die intellektuelle Speerspitze, die für anspruchsvolle Predigten, Bildung und Missionierung eingesetzt werden. Und die Person, bei der die Familie landete, war E. Albert Hughes, ein lokaler katholischer Priester. Er fragte bei höherer Stelle nach, ob es ihm erlaubt sei, einen Exorzismus an Roland Doe durchzuführen. Das war im Februar 1949. Wie ihr euch schon denken könnt, erhielt er die Erlaubnis nach Prüfung der mitgelieferten Informationen. Sie trafen sich im Haus der Hunkelers, so der Name der Familie von Roland. Roland wurde ans Bett gefesselt und Hughes begann den Exorzismus. Er fing mit einem stillen Vorbereitungsgebet an. Danach folgten die Eröffnungsriten, also Kreuzzeichen, Begrüßung, Segnung des Weihwassers und eine Besprengung. Danach gibt es noch Litaneien, also ein Bittgebet zwischen Vorbeter und den Anwesenden und weitere obligatorische Riten, bis die Exorzismusformeln kommen, die für uns und den Fall auch am interessantesten sind. Es gibt einmal ein Bittgebet an Gott und eine Beschwörung des Dämons. Zwar wird dies immer überall geschrieben, aber ich habe mal Auszüge aus beispielhaften Exorzismen rausgesucht und werde sie jetzt teils vortragen, damit ihr eine gewisse Vorstellung davon bekommt, wie ein Exorzismus vonstatten geht und was dieser eigentlich bezwecken soll. Im Original sind sie natürlich auf Latein. Das Bittgebet. Gott, du Schöpfer und Verteidiger des Menschengeschlechtes, schaue auf diesen deinen Diener, den du nach deinem Bild geformt und zur Teilhabe an deiner Herrlichkeit berufst. Der alte Feind quält ihn grausam. Er unterdrückt mit roher Gewalt, er verwirrt ihn mit furchtbarem Schrecken. Sende über ihn deinen Heiligen Geist. Er mache ihn stark im Kampf, lehre ihn, beten in der Bedrängnis und wappne ihn mit seinem machtvollen Schutz. Erhöre, Heiliger Vater, das Seufzen und Flehen der Kirchen. Lass nicht zu, dass dein Sohn vom Vater der Lügen besessen wird, dass dein Diener, den Christus mit seinem Blut losgekauft hat, in der Gefangenschaft des Teufels festgehalten wird. Dass der Tempel deines Geistes von einem unreinen Geist bewohnt wird. Die Beschwörung des Dämons. Ich beschwöre dich, Satan, Feind des menschlichen Heils, erkenne an die Gerechtigkeit und Güte Gottes, des Vaters, der deinen Hochmut und deinen Neid durch gerechtes Urteil verdammt hat. Weiche von diesem Diener Gottes, den der Herr nach seinem Bild geschaffen, mit seinen Gaben ausgestattet und als Sohn seiner Barmherzigkeit angenommen hat. Ich beschwöre dich, Satan, Herrscher dieser Welt, erkenne an die Macht und die Kraft Jesu Christi, der dich in der Wüste besiegt, dich im Garten überwunden, die am Kreuz deine Beute entrissen und bei seiner Auferstehung aus dem Grab deine Siegeszeichen das Reich des Lichtes geführt hat. Weiche von diesem Geschöpf, das er sich durch seine Geburt zum Bruder gemacht und Sterben zum Eigentum erworben hat mit seinem Blut. Danach gibt es noch eine Danksagung und einen Segen. Aber wie wir schon von Anneliese Michel wissen, funktioniert ein Exorzismus nicht immer auf Anhieb und vor allem auch nicht immer beim ersten Mal. Und so auch bei Roland Doe, denn auch bei ihm lief etwas schief, als der Dämon beschworen wurde.
Roland riss seine Bettfeder heraus und schlug den Priester damit stark gegen die Schulter und verletzte ihn. Hughes musste abbrechen, weil der Exorzismus so oder so nicht die volle Wirkung gezeigt hätte, da eine negative Entität diesen unterbrochen hat. Ein paar Tage nach dem Exorzismus zeigten sich rote Kratzer auf Rolands Brust. Sie formten das Wort Lewis. Der Priester ging davon aus, dass der Dämon durch den fehlgeschlagenen Exorzismus noch heftiger wütete als zuvor. Rolands Mutter interpretierte aus dem Wort, dass sie nach St. Louis fahren müssen, wo sie Verwandte hat und wo sie ihrer Meinung nach auch die Lösung zu Rolands Problemen finden würde. Also packten sie ihre Sachen und fuhren gemeinsam nach St. Louis. Ein Cousin der Familie studierte an der St. Louis University und brachte sie mit Vater Walter H. Halloran und Reverend William Bowden in Kontakt. Beide waren Jesuiten und stimmten nach einer Besprechung einem Exorzismus an Roland zu. Sie sagten aber, sie bräuchten noch mehr Hilfe und Menschen, die diesem beiwohnen. Wen sie dazu holten, weiß man nicht genau. Jedoch versammelten sie sich im Haus der Hunkelers. Das Haus befand sich auf dem Roanoke Drive und der erste Exorzismus fand im März 1949 statt. Alles lief wieder gut bis zur Beschwörung des Dämons, doch dann fing Roland plötzlich an zu schreien und wild um sich zu spucken. Kratzer erschienen auf seinem Körper und die Matratze, auf der er lag, fing sich an zu bewegen. Nicht viel, aber so, dass man sehen konnte, dass etwas Nichtmenschliches am Werk war. Roland war in einem tranceähnlichen Zustand und machte tiefe, grausame Geräusche, die nicht von den Stimmbändern eines so jungen Mannes kommen konnten und die sich irgendwann zu einem fließenden Latein entwickelten. Er schrie die Kruzifixe an, die die Priester ihm vorhielten und schreckte zurück, als er mit Weihwasser besprenkelt wurde. Nach vergeblichen Anstrengungen, einem aber erfolgreichen Exorzismus, beendeten sie die Torturen für den Tag. Denn wie schon erwähnt, blieb es nicht bei einer Austreibung. Über einen Monat lang jeden Tag versammelten sie sich aufs Neue und versuchten, den Dämon aus Roland herauszubekommen. Bei einer Sitzung zeigte sich die Nummer 10 auf der Brust von ihm, genauso wie sich das Wort Lewis einige Wochen zuvor offenbarte. Und die 10 ist eine besondere Zahl. Es gibt 10 biblische Plagen und die 10 steht für den Anfang und das Ende aller Zahlen. In der alten Zeit war sie so etwas wie die magische Grenze. Deswegen gingen Halloran und Bowden davon aus, dass Roland 10 Dämonen innewohnten. 10 Dämonen, das war kein einfaches Unterfangen und auch kein leichtes für den Körper und das seelische Wohlergehen Rolands. Und so passierte das, was passieren musste. Roland Doe kam an seine Grenzen. Das war der 20. März 1949. Er urinierte in sein Bett, schrie noch lauter als sonst, spuckte und beleidigte die Priester aufs Übelste, sodass die beiden Experten nicht mehr weiter wussten. Sie hatten ihr Bestes gegeben und wirklich alles versucht. Aber die Hoffnung schien für den kleinen Roland verloren. Rolands Mutter hatte auch genug. Sie machte sich Sorgen und fürchtete das Schlimmste. Nämlich, dass die Dämonen ihren Sohn vollkommen übernehmen werden. Deswegen brachte sie ihn ins Alexian Brothers Hospital in St. Louis. Und tatsächlich passierte ein Wunder. Am 18. April, also fast einen Monat später und eine Woche nach Ostern, wachte Roland mit Krampfanfällen auf und rief aus, dass Satan auf alle Ewigkeit bei ihm sein würde. Die Priester waren vom ersten Tag an seiner Seite und versuchten ihn mit Relikten, Kruzifixen und Rosenkränzen zu beruhigen. Dieses anfängliche Beruhigen entwickelte sich zu einem weiteren Exorzismus und ihre letzte Hoffnung war der Erzengel und Bezwinger Satans, Sankt Michael. 7 Minuten dauerte der unerbittliche Kampf, das alttestamentliche Hin und Her. Doch mit einem Mal wurde Roland ruhig. Nach einer kurzen Stille sagte er ist weg. Roland habe eine Vision gehabt, in der Sankt Michael gegen Satan auf einem großen Schlachtfeld gekämpft und gewonnen habe. Und mit dem Sieg Sankt Michaels war der Spuk vorbei. Roland war endlich frei und konnte wieder ein normales Leben führen. Das, was ihr gerade gehört habt, ist die Geschichte, wie sie von den Priestern und der Familie überliefert wurde. In diesem Kapitel werden wir uns kritisch damit auseinandersetzen. Unsere Primärquelle dafür ist Mark Obsesnick, ein Autor, der sich mit Exorzismen beschäftigt und auch mit Walter H. Halloran für sein Buch The Real Story Behind the Exorcist gesprochen hat. Er hat insgesamt 102 Individuen aus Cottage City interviewt, die allesamt Roland Doe kannten. Einige von ihnen waren Freunde oder gingen mit ihm zur Grundschule. Obsesnick hat sich bei der Befragung immer wieder gewundert, dass bisher noch kein anderer Journalist dort gewesen ist. Darauf habe ich auch am Anfang des Videos angespielt, als ich gesagt habe, eigentlich wollte niemand die wahre Geschichte kennen. Alles, was sie wollten, ist, dass die Geschichte dahinter wahr ist.
Von den ehemaligen Freunden wussten einige nicht, dass der Film Der Exorzist auf Roland basiert. Andere hingegen schon, hatten aber keine Ahnung, was früher wirklich vorgefallen ist. Wieder andere wussten mehr. Die interessantesten Aussagen kommen eigentlich vom besten Freund Rolands früher. Hier muss natürlich betont werden, dass er nur seinen eigenen Aussagen zufolge Rolands bester Freund gewesen ist. Er sagt im Interview, dass sie immer miteinander gespielt haben, auch wenn Roland kein normales Kind gewesen ist, sondern sehr verwöhnt und bösartig war. BC, so wird er von Obsess Nick anonymisiert, berichtet von einer Situation aus der Schule, die sich 48 oder 49 zugetragen haben soll. Roland saß auf einem Stuhl. Es war ein Stuhl mit dieser Lehne, die als Tisch dient, und es sah aus, als würde er den Tisch wackeln lassen. Der Tisch wackelte extrem stark und ich weiß noch, wie der Lehrer ihn anschrie, damit aufzuhören. Und er hat zurückgeschrien: Ich bin das nicht. Daraufhin wurde er aus dem Unterricht entfernt. Und es war auch das letzte Mal, dass ich ihn in der Schule gesehen habe. Er sagt, dass er die Situation von damals nicht einschätzen könne. Also ob Roland den Tisch selbst bewegt oder er sich von selbst bewegt hat. Aber er erzählt noch eine Geschichte aus dem Leben der beiden, die begründen soll, warum Roland bösartig war. Roland habe irgendwann einen Hund gefunden, der jeden hasste, nur ihn nicht. Der Hund knurrte und bellte jeden an, bauschte sich vor einem auf, sodass man Angst bekam. Eines Tages rief Roland ihn rüber, also BC, ließ ihn hinein, ging selber raus und verschloss die Tür, sodass BC alleine mit dem Hund im Haus war. Wie zu erwarten, machte der Hund ihm Angst. Roland soll vor der Tür gestanden und gelacht haben. Neben dem besten Freund von Roland hat Obsess Nick aber auch Halloran interviewt. Dieser habe gesagt, dass er nie irgendwelche tiefen Stimmen aus Rolands Mund kommen hören hat und dass das Latein, was er gesprochen haben soll, kein fließendes Latein war, sondern nur vereinzelte Wörter, die er vorher bei dem Exorzismus von ihnen aufgeschnappt hat. Ebenfalls interessant ist auch, dass Halloran sagt, dass es nie so etwas wie Erbrechen oder Urinieren gegeben habe, obwohl es in allen Quellen genannt wird. Das Einzige, was der Junge öfter gemacht haben soll und was auch in Der Exorzist dargestellt wird, ist, dass er gespuckt hat. Auch bezüglich des Bettes, das sich bewegt haben soll, als Roland auf ihm lag, befragte Obsess Nick den Priester. Und als er gerade antworten wollte, schob er noch die Frage vor, ob das Bett stationär oder auf Rollen war. Und Halloran antwortete: Es war auf Rollen, aber ich habe mich auf das Bett gelehnt, als es sich angefangen hat zu bewegen. Ich möchte hier betonen, dass ich diese Aussagen nicht werten werde. Ich möchte, dass ihr euch euer eigenes Bild zu dem Fall macht. Weiter fragt er Halloran auch zu den Kratzern, die auf Rolands Brust erschienen sein sollen. Die Formulierung erschienen verwende ich, weil manche Quellen schreiben, dass sie wortwörtlich auftauchten, als er oberkörperfrei auf dem Bett lag. Halloran sagte: Ich habe sie gesehen, also direkt auf der Haut. Ja, das habe ich. Es war nicht der Junge selbst, wissen Sie, zumindest denke ich das. Obsess Nick fragte, ob die Kratzer Wörter oder Zahlen gebildet haben. Halloran antwortete: Es ist schwierig zu sagen. Kam Blut aus den Kratzern? Es sah mehr aus wie Lippenstift. Es waren wirklich kleine Kratzer. Danach fragte er ihn noch, ob sie die Hände des Jungen kontrolliert haben. Aber das haben sie nicht. Er spielt natürlich darauf an, dass Roland sich diese auch selbst zugefügt haben könnte. Dazu kommt noch, dass Obsess Nick der Geschichte Hughes, der den ersten Exorzismus an Roland durchgeführt haben soll, und bei dem Roland sich mit roher Gewalt aus seinen Fesseln lösen und den Priester verletzen konnte, keinen Glauben schenkt, weil nie eine Verletzung von Hughes bekannt war zu der Zeit. Erzählungen von anderen sprechen sogar für die These Obsess Nick, denn Hughes lehrte an einer Schule und spielte öfter mit den Schülern Softball. Eine Schülerin, die im gleichen Jahr des Exorzismus mit Hughes gespielt hat, berichtet, dass dieser nie krank war oder eine offensichtliche Verletzung hatte. Obsess Nick hat auch die Nummer von Roland Doe herausgefunden und mit ihm gesprochen. Aber er sagte, er wolle nicht mit ihm kooperieren und die Ereignisse hinter sich lassen. Ein Absatz, der meiner Meinung nach alles, was Obsess Nick in seinem Buch schreibt und kritisiert, auf den Punkt bringt, ist folgender. Einschätzung von Psychiatern nach: Erleidete Roland Doe eine psychische Krankheit. Einschätzung von Priestern nach: War er ein Fall dämonischer Besessenheit. Für Schriftsteller und Videoproduzenten war es eine großartige Story, die man ausschlachten konnte. Für die, die involviert waren, war es das, was sie ihr Leben lang gelernt haben. Jeder Einzelne dachte, er würde die Fakten sehen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Jeder manipulierte seine Fakten und Informationen so, dass sie in ihre eigene Weltvorstellung passten.
Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Anfangs dachte ich wirklich, dass es ein kurzes Video wird, denn es ist ein großer bekannter Fall, der Vorlage eines Bestsellers und Blockbusters ist. Aber ich habe mich getäuscht. Weder Wikipedia noch andere Artikel gehen wirklich auf die Recherche von Obsessnik ein. Zwar kurz, aber nicht ausführlich. Das ist auch der Grund, warum ich den Satz, eigentlich wollte niemand die wahre Geschichte kennen. Alles, was sie wollten, ist, dass die Geschichte dahinter wahr ist. So oft betone. Aber ich bin auch gespannt auf eure Meinung. Ich habe im heutigen Video eigentlich nur alle Informationen zusammengetragen, die ich finden konnte. Der Rest ist euch überlassen. Glaubt ihr, dass Roland Doe besessen war? Oder war er nur ein Junge, der emotionale Probleme hatte und im Mittelpunkt stehen wollte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur ein paar Mausklicks und Tastaturanschlägen unterstützt ihr den Kanal ungemein. Vielen Dank schon mal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.